Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema verhängnisvoller Sex. Wer von euch hatte schon einmal in seinem Leben verhängnisvollen Sex? Vielleicht habt ihr euch beim Sex eine unangenehme oder vielleicht sogar sehr schlimme Krankheit geholt. Oder ihr seid in einer für euch sehr peinlichen und für euch sehr unangenehmen Situation während des Sex überrascht worden von irgendjemandem. Oder aber ihr habt vielleicht in einer sexuellen Aktion etwas an euch erkannt, vielleicht eine besondere Leidenschaft für eine Sexualität, die ihr vorher noch gar nicht so gekannt habt. Also verhängnisvoller Sex und der euren Sex dann ganz auf den Kopf gestellt hat. Also verhängnisvoller Sex heißt unser Thema heute Nacht und ich würde gerne mit euch darüber sprechen. 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. So. Die erste Anruferin heute Nacht ist Melanie. Melanie ist 30 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo Melanie. Ja, hallo Domian. Hallo Melanie. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. 30 Jahre, hatte ich schon gesagt. Ganz genau. Ja. Mir ist Folgendes passiert. Mhm. Ich war vor 3 Wochen in einem Pärchenclub, in einem Swingerclub, mit einem sehr guten Bekannten. Ja. Habe dort den Mann meines Lebens getroffen. Ach. Ich habe noch nie an die Liebe auf den ersten Blick geglaubt, ja, daran. Aber er ist mir dort begegnet. Jetzt hast du die Liebe deines Lebens in einem Swingerclub kennengelernt. Ganz genau. Und das Problem ist, er lebt natürlich in einer Beziehung. Ach du lieber Gott. Kann es denn nicht einmal mal irgendwie alles ein bisschen einfach sein? Muss es immer gleich kompliziert sein? Ja, anscheinend. Mann. Also du bist, um die Grundfakten nochmal zu klären, du bist natürlich vorher Single und warst Single. Ganz genau. Und der Mann, mit dem du da hingegangen bist, war nur ein guter Kumpel von dir. Das war ein guter Kumpel. Bist du denn so eine Swingerin? Gehst du denn gerne mal ab und zu in den Swingerclub? Oder war das dein erster Besuch gar? Das war mein zweiter Besuch und ich wollte mir das einfach nur nochmal anschauen und war einfach die Begleitung auch von meinem Bekannten und hatte auch nichts Schlimmes im Sinn. Ja. Und bin halt sehr aufgeschlossen, um mir vieles Neues anzuschauen. Ja, wenn man das zweite Mal hingeht, muss einem das erste Mal ja irgendwie ein bisschen schon gefallen haben. Ja gut, das ist halt schön, immer wieder neue Sachen zu sehen und das ist ja auch sehr aufschlussreich, je nachdem, ja, wenn man nicht weiß. Hast du denn beim ersten Mal nur schöne neue Sachen gesehen oder hast du auch schöne neue Sachen gemacht? Ich habe mir beim ersten Mal natürlich nur schöne neue Sachen angeschaut, Ja, und nichts gemacht. Und nichts getan. Und wie gesagt, jetzt beim zweiten Mal stand diese Person dann vor mir und ich habe ihm in die Augen geschaut und so Dinge passiert, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ist ja schon ein bisschen kurios. Im Swingerclub steht er dann vor dir. Stand er nackig vor dir? Nein. Wir hatten beide was an und seine Begleitung stand ja auch neben ihm. Seine Freundin, seine Lebensgefährtin. Was ist denn, erzähl mal ein bisschen ausführlicher, was ist da abgegangen, als du ihn angeschaut hast, als er dich angeschaut hat? Ja, er schaute mich an und sagte dann auch sofort gleich zu mir, ich könnte halt gerne mitkommen. Und ich stand da, hatte, ja. Also mitkommen heißt in einen anderen Raum vielleicht, um es dann da zu tun. Genau, und er hatte auch schon seinen Arm um mich gelegt und und seine Partnerin stand aber daneben, hat er das auch gehört? Ganz genau. Und dann? Ja, und dann sind die halt in den Nebenraum gegangen und zu dritt oder zu zweit? Zu dritt. Wir haben uns ganz einfach angefangen zu küssen, es wurde nicht mehr viel gesprochen und es war einfach super intensiv. Das heißt, es ist dann auch zum Geschlechtsverkehr gekommen in dem Raum. Ja, auch. Und es war, um es klar zu sagen, es war ein flotter Dreier. Nicht ganz, weil sie saß eigentlich die meiste Zeit daneben. Ach so, aber das war für die wahrscheinlich dann okay. Das ist deren eine Spielform, dass sie zuguckt und er das dann mit einer anderen Frau macht. Ja. So. Ja. Und währenddessen hast du das schon toll gefunden. Du fandst den super. Ich
stand schon vorher ja vor ihm und habe ihn angeschaut und habe gedacht, das ist er. Das habe ich eigentlich. Und dann nach dem vollzogenen Akt, was ist dann passiert? Ihr wart in dem Räumchen. Erklär mal, wie es weitergegangen ist. Ja, wir waren in dem Raum. Wir lagen da noch und haben uns unterhalten. Mhm. Und es war ja schon relativ spät. Und aber du musstest doch wahrscheinlich aufpassen, dass du nicht zu sehr mit den Wimpern geklimpert hast, damit die Frau das nicht merkt. Ja, es war eigentlich alles ganz egal für mich in dem Moment. Ah, ja. Und er verhielt sich auch so, als wenn das für ihn alles ganz... Also erzähl mal, wie ging es dann weiter? Ihr lag dann noch eine Weile und... haben uns unterhalten und irgendwann meinte er dann ja, ob wir nicht die Nummern austauschen wollten. Mhm. Und das haben wir dann auch getan. Mhm. Und am nächsten Tag bekam ich halt dann eine SMS, dass er halt den Abend sehr schön gefunden hätte und ob er mich halt nicht wiedersehen könnte. Und habt ihr euch wieder gesehen? Wir haben uns wieder getroffen. Wie oft? Seitdem? Einmal bis jetzt. Einmal erst. Aber da warst du dann alleine mit ihm, nicht mit seiner Partnerin? Ich war alleine mit ihm, genau. Wie lange ist er denn mit seiner Partnerin schon zusammen? Also sie leben wohl jetzt schon 2,5 Jahre zusammen, ja. Auch noch nicht so lange? Ja. Weil, du bist jetzt Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, aber ich habe ja halt auch ein Gewissen, ne? Wie alt ist denn der Knabe? Der gute Knabe ist 47. Du sagst, dass du 47. Ist das schlimm, der Altersunterschied für dich? Nein, gar nicht schlimm, der Altersunterschied. Hat er denn das jetzt zu dir auch so signalisiert oder gesagt, dass er über diesen Sex hinaus schon irgendwie ein bisschen verknallt in dich ist? Also er hat mir schon so signalisiert, dass ich halt eine sehr tolle Frau bin, wie er sich so ausdrückt. Und okay, das heißt noch nichts. Das kann sich noch auf das Äußere beziehen. Ja, und dass wir uns halt öfters sehen sollten und er ist halt sehr, sehr vernünftig und sagt halt, die Zeit wird's bringen, ja. Was sagt er, die Zeit wird's? Würde es bringen. Die also, Zeit würde eine Klärung bringen. Ganz genau, weil Sex wäre ja nicht alles und man müsste sich halt ja auch näher kennenlernen. Also er hält das noch ein bisschen in der Waage, ne? Also so die ganze Sache ist so ein bisschen vage von ihm ausgedrückt. Genau. Ne? Bei dir ist es klarer, du sagst, ich habe mich in den verknallt. Ganz genau. Und bei ihm klingt das noch nicht so. Der ist interessiert, aber mehr weiß man da noch nicht so richtig. Weißt du etwas über den Zustand der Ehe? Ehe ist das ja nicht, die sind nicht verheiratet, ne? Nee. Über den Zustand der Beziehung? Sie führen wohl eine sehr offene und nette Beziehung, ja. Aber er hat mir auch sehr vieles erzählt und Negatives? Nein, nicht negatives. Er redet gar nicht negativ. Also er ist ein sehr optimistischer Mensch. Jetzt hast du hast ein gewisses Skrupel, ein schlechtes Gewissen. Ganz genau, weil ich lebe eigentlich nach dem Motto, was du nicht willst, dass man dir tut, ne? Das füge auch keinem anderen zu. Sehr ehrenwert. Sehr ehrenwert. Finde ich einen guten Grundsatz. Ja, aber ne? Er stand halt vor mir. Aber die Liebe, wenn die Liebe wirklich volle Kanne einschlägt, ist es natürlich unter Umständen schwierig, sich da entsprechend zu verhalten. Wobei ich in diesem Fall wirklich in so einer Konstellation immer eher die Verantwortung jetzt in dem Fall bei dir, bei dem Mann sehe. Du kommst von außen und für dich und dein Leben hast du dich völlig korrekt verhalten bislang. Wenn er jetzt sich einlässt und vielleicht dann auch wirklich herzensmäßig seiner Frau fremd geht, wie ist es denn jetzt geplant? Wie soll das denn jetzt weitergehen? Trefft ihr euch alleine nochmal oder kommt die Frau nochmal mit? Oder gibt es nochmal Sex? Trefft ihr euch im Swingerclub? Wie soll es weitergehen? Also wir werden uns auf jeden Fall alleine treffen. Mhm. Wie aufregend für dich, ne? Es ist ganz aufregend, ja. Und es ist auch, es tut mir irgendwo gut. Und auf der anderen Seite ist es halt auch sehr schwer. Kann ich verstehen. Wobei ich ja immer so ein Skeptiker bin. Ich habe das in meinem Leben noch nie erlebt, diese Liebe auf den ersten Blick. Ich vorher ja auch nicht. Ich kannte das gar nicht. Also ich kann das so, dass man so begeistert ist von jemandem und schwärmen kann von jemandem, dass einem jemand auch sehr gut gefällt. Aber um das große Wort der Liebe zu benutzen, da braucht man ja eigentlich noch ein bisschen mehr Fakten von dem anderen und Wissen. Ja, aber, es war einfach dieses Auftreten, ja, der stand da. Ja. Und diese ganze männliche Art, diese Ausstrahlung, diese Augen,
diese Art, mit mir zu sprechen. Mein Gott, das muss ja ein Hengst muss das ja sein. Lieber Himmel, lieber Himmel. Also ja, das ist ja schon ein verhängnisvoller Sex gewesen jetzt vor 3 Wochen, ne, den du da gehabt hast. Der kann jetzt vielleicht ganz viel in deinem Leben zum Guten, zum Interessanten bringen, kann aber auch viel Traurigkeit und Herzensschmerz bringen, kann auch sein. Das denke ich auch. Jetzt würde ich auch mich an deiner Stelle einfach mal so den Dingen fügen. Guck mal, wie das so weiterläuft. Wenn du allerdings merkst, dass er wirklich doch nur letztendlich an so einem netten Kontakt oder vielleicht sexuellen Kontakt interessiert ist, du aber dich immer mehr in ihn verliebst, dann würde ich mich zurückziehen. Aus Eigenschutz schon. Ja. Weil du dir sonst so viel Traurigkeit aufhalst. Ja, das stimmt. Aber jetzt bist du im Moment frisch verliebt. Und da wollen wir mal gucken, was die Zeit so bringt. Ja. Es ist auf jeden Fall total prickelnd und total schön. Also. Das kann also passieren, wenn man in einen Swingerclub geht. Ganz genau. Melanie, ich danke für deinen Anruf und wünsche, dass sich die Dinge für dich ganz toll und glücklich fügen. Ja, danke schön. Ich danke dir auch. Alles Liebe. Gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer. Und unser Thema heute Nacht heißt verhängnisvoller Sex. Ich möchte gerne folglich gerne mit euch sprechen, die ihr schon einmal verhängnisvollen Sex hattet. Sex mit Folgen. Mit schönen, mit spektakulären Folgen oder Sex mit traurigen Folgen, mit schmerzlichen Folgen, vielleicht Sex mit großer Peinlichkeit verbunden, mit peinlichen Folgen, wie auch immer, verhängnisvoller Sex. Wenn ihr gerne mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten kostenfreien Nummer 0800 220 50 50. Jetzt bin ich verbunden mit Patrick und Patrick ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Patrick. Guten Morgen Jürgen. Ja. Verhängnisvoller Sex. Ja. Was war los bei dir? Hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich bin gespannt, was du erzählst. Ich bin 2004, nachdem ich meine Firma verkauft habe, für 3 Monate nach Thailand gereist. Mhm. Beziehungsweise nach Asien eigentlich. Und habe nach 4 Wochen eine Frau kennengelernt, mit der ich 14 Tage geschützten Verkehr hatte. Mhm. Eine Einheimische. Eine Einheimische, mhm. Eine Thailänderin. Mhm. Und habe ursprünglich vorgehabt, schon relativ kurzfristig, 2-3 Tage danach, weil es mir sehr gut gefiel, einen HIV-Test zu machen. Und aus welchem Grund auch immer ist das dann erst nach 4 Wochen gelungen. Mhm. Das Ergebnis war positiv. Sie war also zu dem Zeitpunkt positiv, wusste nichts davon. Also du hattest dich bei dieser Frau dann angesteckt? Nein, also das war folgendermaßen. Ich hatte 14 Tage geschützten Geschlechtsverkehr, mhm, mit ihr. Dann sind wir an einen anderen Ort gefahren, auf eine Insel. Mhm. Und da war nicht die Möglichkeit gegeben, einer Klinik oder so einen Test machen zu lassen. Ja. Wen wolltest du testen, dich oder sie? Ich wollte sie testen. Ach so, jetzt verstehe ich. Früher immer schon, ich war nie verheiratet, ja, und habe eigentlich immer ein bewegtes Leben geführt, mhm, und bin immer alle 3 Monate zum Testen gegangen, mhm, also hier schon. Mhm. Ja. Was ist dann weiter passiert? Ja, dann ist ungeschützter Verkehr passiert und nach weiteren 2 Wochen, also insgesamt 4 Wochen des Zusammenseins, mhm, sind wir dann zusammen testen gegangen, mhm, und da war das Ergebnis, dass sie positiv war. Das heißt, du hast dich auch angesteckt? Ja, ich bin dann, ich habe dann entschieden, ich hatte eigentlich noch 4 Wochen meiner Planung Resturlaub, wenn du so willst. Mhm. Und habe dann also entschieden, so lange in Thailand zu bleiben, bis ich ein Ergebnis habe. Das dauert dann ja eine gewisse Zeit. 90 Tage. Ja, genau. Ja. Mhm. Habe das auch gemacht und war leider auch positiv. Aber das war doch dann wahrscheinlich der absolute Schock für dich. Ja, am Anfang, also für mich war der Schock eigentlich schon da, als ich ihr Ergebnis gesehen habe. Aber, ich meine, die ganz, ganz, ganz große Frage an einen erfahrenen, sexuell erfahrenen Mann, der dann auch im Ausland aktiv ist. Warum hast du nach 2 Wochen aufgehört, geschützten Geschlechtsverkehr? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Da habe ich mir also schon tausende Mal den Kopf drüber. Genau, das war für dich ja, auch wenn die nett war und innig und weiß ich, eine fremde Frau. Ja. Und sie wusste es auch definitiv nicht von sich. Nein, nein, sie wusste, mhm, es definitiv nicht. Mhm. Das liegt aber auch so ein bisschen an der Mentalität der Asiaten, also und auch am Buddhismus, denke ich, dass
man da doch ein anderes Denken hat, als wir das in Europa haben. Okay, das kann ich ja vielleicht noch nachvollziehen oder nicht beurteilen, aber dich kann ich nicht nachvollziehen. Nee, ich kann mich ja selber nicht nachvollziehen. Also auch im Nachhinein bei 1000 Mal war es einfach die Gier nach Sex? Noch nicht mal so. Die Situation, ich kann es dir gar nicht, also im Nachhinein, es war die eine Kombination aus Faulheit und Unbekümmertheit. Ja, und so ein Gefühl der Sicherheit, naja gut, 14 Tage kennt man sich, man hat dann das Gefühl von Nähe schon und... Kann ja nichts schief gehen, sieht gesund aus und... Und sieht ja gesund aus, genau. Ja, also so richtig blauäugig. Lass uns mal, das interessiert mich jetzt vorab, mal eben einen Sprung nach heute machen, ins Jahr 2008. Das war 2004, ne, von dem du gerade erzählst. Wie geht es dir heute? Ja, heute geht es mir super schlecht. Ich bin erst seit 7. April wieder hier. Hier, das heißt von in Deutschland. Also fährst du immer wieder nach Thailand? Ja, das würde ich gerne. Ich bin abgeschoben worden. Ach so. Und geht es dir seelisch schlecht oder geht es dir körperlich schlecht? Nein, mir geht seelisch richtig schlecht. Und körperlich? Gut. Gut. Ja. Nimmst du Medikamente ein? Ja. Ja. Wie viele Medikamente pro Tag? Eine normale Ration. Ja, das ist also die Ration, sagen wir mal, den Ausbruch des Virus so lange wie möglich hinauszuzögern. Kommst du mit dieser Medikamentierung ganz gut klar oder gibt es da schon auch Beschwerlichkeiten, Nebenwirkungen und so weiter? Also ich habe das in Thailand auch schon mal ein halbes Jahr nicht genommen. Und dann ging es auch? Und da ging es eigentlich besser. Ja. Nur das Problem war immer, ich bin also lass mich schnell mal überlegen, im März 2007 das erste Mal wieder nach Deutschland gekommen, nach der ganzen Zeit, aus visarechtlichen Gründen. Ach so. Da haben sich die Visabestimmungen geändert und vorher konnte man eigentlich unbegrenzt da bleiben, wenn du so willst. Und sobald ich in Deutschland war, hatte ich alles, was Gott verboten hat. Jede Erkältung, jede Bindehautentzündung. Ist vielleicht auch ein bisschen psychosomatisch dann noch begründet? Mag sein. Nimmt die Medikamente, werden die auch von deiner Freundin eingenommen? Ja. Die sind sehr teuer. Finanzierst du ihr die Medikamente? Ja. Ja. Schlaft ihr nach wie vor miteinander? Wir haben also bis jetzt, bis ich ausgereist bin, nach wie vor miteinander geschlafen. Ungeschützt oder geschützt? Ungeschützt. Warum? Warum nicht? Weil, soweit ich informiert bin, das ein viel größeres Risiko darstellt, wenn zwei HIV-positive Menschen ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Das wusste ich bisher noch gar nicht. Mach dich mal schlau. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Die Richtung muss stimmen, soweit ich mich erinnern kann. Da ist auch höchste Vorsicht geboten. Ich kann es dir medizinisch jetzt nicht erklären. Nee, also das höre ich jetzt wirklich das erste Mal. Mach dich mal schlau. Jetzt sagst du, du bist ausgewiesen worden aus Thailand. Ja. Warum? Ich bin mit einem, also ganz, ganz blöde Nichtigkeit eigentlich, bin mit einem Freund nach Kambodscha gefahren, der ein Visum machen musste und der hat zu viel Zigaretten gekauft. Wir sind angehalten worden. Ich habe die Strafe nicht bezahlen wollen, können schon. Und habe dann die deutsche Botschaft angerufen und die haben mich falsch informiert. Das heißt, die haben mir nicht gesagt, dass nachdem ein Verfahren abgeschlossen ist, das war eigentlich eine Lappalie, ne? Ach so. Dass jeder Ausländer nach einem abgeschlossenen Verfahren von der Immigration abgeschoben wird. Für immer? Ja, das wusste man da auch nicht genau, jetzt im Nachhinein offiziell für immer. Ja. Aber es gibt wohl die Möglichkeit, schriftlich da so eine Bitte zu stellen, und das habe ich auch getan, dass man wieder zurück kann. Aber das läuft natürlich. Läuft, ist kompliziert und kann sich eventuell lange hinziehen. Und das ist auch eigentlich mein Problem jetzt im Moment. Dass du, also ich gehe da mal davon aus, dass das schon eine große Liebe ist, die sich da entwickelt hat zwischen dir und deiner Freundin. Verheiratet seid ihr nicht? Nein. Nein. Und das ist natürlich dann jetzt sehr schmerzlich. Du bist finanziell aber so abgesichert, dass du gar nicht mehr arbeiten brauchst? Nee, jetzt nicht mehr. Nicht mehr, aufgrund des Verkaufs von der Firma damals? Nee, also ich habe eine Existenz in Thailand, die auch gut läuft. Aha, was hast du da? Eine Diskothek. Aha. Und das bringt eigentlich mehr Geld als erwartet. Und die betreibt jetzt deine Frau alleine? Ja. Ah ja. Nur das Problem ist, ich sitze jetzt hier mit Hartz IV bei einem Freund und bin im Grunde völlig mittellos. Ne? Gibt es irgendwelche Pläne, dass du überlegst, dass deine Frau nach Deutschland kommt? Deine Freundin, ich sag mal Frau. Ja, also Pläne gibt es schon, nur ist das nicht so einfach, weil ich ja jetzt in der Situation bin, dass ich gar nicht finanziell in der Lage bin, von behördlicher Seite. Verstehe, das wäre dann ein Leben so am Existenzminimum für euch beide hier. Hier, ja. Das heißt, also das Geld, was du damals bekommen hast für den Verkauf deiner Firma, das Geld ist weg? Sagen wir mal, das Geld ist nicht weg, aber das Geld ist investiert zum Teil. Ne? Okay. Zum
Teil verlebt, zum Teil investiert. Ne? Das ist sicher eine sehr missliche Lage. Würde dich auch gerne aber auch nochmal fragen, grundsätzlich, ich meine, du hast ja eine der schlimmsten Krankheiten geholt, die wir haben. Ja. Wie bewertest du das? Wie siehst du das? Jetzt auch im Nachhinein nach so langer Zeit ist darüber nachdenken. Also dieses Schockgefühl, diese Betroffenheit und diese Wut, die man gegen alles und gegen sich selbst auch hat, weil man so dämlich war, die ist eigentlich relativ schnell verflogen, muss ich sagen. Und das heißt, du hast dich damit arrangiert? Ich bin allerdings auch ein relativ rationaler Mensch. Mhm. Deswegen ist das noch unverständlicher, dass mir sowas überhaupt passiert ist. Ja. Aufgrund des medizinischen Fortschrittes ist es natürlich auch im Moment so, dass man sich ja mit diesen Medikamenten einigermaßen oder sogar recht gut über Wasser halten kann. Also ich habe überhaupt keine körperlichen Symptome. Mhm. Wobei natürlich so ein Damoklesschwert immer über einem hängt. Man weiß immer, es kann morgen sein. Ja. Geht es denn deiner Freundin auch entsprechend relativ gut? Ja, keine Probleme. Also ihr beiden seid für euch so zufrieden. Jetzt überwiegt, so wie ich das raushöre, das Seelische bei weitem mehr. Und da heißt es im Moment eigentlich nur abwarten. Ja, und das Problem ist, man weiß nicht, gibt es einen Weg oder gibt es keinen. Mhm. Und für mich ist die momentane Situation wirklich nahezu unerträglich. Ne? Mhm. Erstmal ist natürlich der Lebensstandard mehr als bescheiden. Ne? Du bist anderes gewohnt da unten? Ja, auch vorher, ne? Ja. So, und ich sitze jetzt hier bei einem Freund, wo ich bis zum 6. bleiben kann, habe keine Aussicht auf eine Wohnung. Ach, das ist gar keine, der Zeit. Gar keine eigene Wohnung mehr hier in Deutschland. Nee, ich habe hier gar nichts mehr. So, ich bin jetzt heute zur AGE gegangen. Die haben mir dann nach langem Hin und Her 156 Euro für 21 Tage gegeben. Das ist alles nicht so zum Totlachen. Ne? Kannst du hast gerade gesagt, das Geld ist investiert. Kannst du das nicht irgendwie reinvestieren? Ja, ich könnte jetzt, also wir sind, die Überlegung ist natürlich, den Laden zu verkaufen. Mhm. Ja. Nur, also Thailand-Kenner werden mir zustimmen, das ist nicht anzuraten, das eine Thai machen zu lassen. Mhm, verstehe. Ja. Aber da kommen wir jetzt in ganz komplizierte Gebiete rein, die wir gar nicht hier erörtern können. Ja. Patrick, ich wünsche dir, dass du schnell wieder zu deiner Freundin kommst, wie auch immer. Ich meine, das ist eure Liebe und es ist ja schon toll, dass ihr beiden jetzt so lange zusammen seid. Ja, und das habe ich selbst in Deutschland nicht geschafft mit normalen Partnern. Und vielleicht hat dieses Schicksal euch auch ein bisschen zusammengeschweißt, dass ihr beide... Möglicherweise. Vielleicht, ne? Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das alles gut ausgeht. Dir auch, Romian. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke, tschüss. 0800 220 5050. Verhängnisvoller Sex heißt unser Thema. Wer von euch hatte schon einmal verhängnisvollen Sex in der Richtung, wie wir es gerade gehört haben, vielleicht auch in einer ganz anderen Richtung? Und ihr sagt im Nachhinein, mein Gott, das war was. Entweder im positiven Sinne oder vielleicht auch im sehr, sehr schlimmen und negativen Sinne. 0800 220 5050. Herzlich willkommen, Melanie. Melanie ist 34. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Melanie. Ja, das ist ja ein Ding, dass ich mal durchgekommen bin. So, das ist ein Ding, dass du mal hier bist. Ja, bei mir. Und ich bin ganz aufgeregt. Melanie, verhängnisvoller Sex heißt das Thema. Ja, also mein Thema ist, ich habe 5 Jahre als Prostituierte gearbeitet. Mhm. Wie lange ist das her? Ja, nicht so lange. Also ich bin jetzt 6 Monate ungefähr. Ach so. 6 Monaten arbeite ich nicht mehr. Ah ja. Mhm. Aufgrund, weil ich jetzt schwanger bin. Mhm. Mhm. Ich habe mich also... Von einem Freier? Genau. Von einem Freier bist du schwanger? Ja. Ich weiß, das ist also so eine Faustregel, man lässt sich eigentlich nie auf einen Freier ein. Mhm. Habe ich auch immer eingehalten. War das ein Unglücksfall? Oder? Eigentlich ja, aber ich habe mich mit ihm auch privat eingelassen. Ach so. Mhm. Ja, wir haben uns dann mal halt getroffen und der kam halt erstmal immer wieder im Club. Und. Das heißt, du hast Freiern auch ungeschützten Geschlechtsverkehr angeboten? Eigentlich nicht, nur mit ihm. Nur mit ihm? Ja, weil wir haben uns dann erstmal gar nicht. Erstmal kam er dann immer wieder im Club und war alles auch geschäftlich. Dann haben wir uns verabredet, dann sind wir essen gegangen, dann sind wir in eine Disco gegangen, dann... Das war schon der Tabubruch, ne, glaube ich, für Huren, dass genau. man sich dann privat trifft und essen geht und sowas. Genau, ja. Das habe ich dann erste Mal, ich fand den total toll, fand den klasse, der war irgendwie ausgeflippt, der war cool und... Schon alles. Ein bisschen verknallt. Ja, total. Mhm. Die ersten paar Male eigentlich nicht mehr. Gefiel halt so, weil er eigentlich auch nicht locker gelassen hat. Und
so war er schon klasse, auch der Sex mit dem und alles irgendwie. War das beim allerersten Besuch, hat er dich schon ein bisschen angefixt? Ja. 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 Mhm. Mhm. Ja. So. Fand ich schon richtig gut, ja. Und dann, also ich habe den Job zu der Zeit, also so, ja, fast 5 Jahre gemacht, das ist mir so noch nie passiert, man soll also niemals nie sagen. Mhm. Jetzt ist natürlich für mich die ganz, ganz spannende Frage, entscheidende Frage, du hast dich in ihn verliebt, er sich in dich auch? Ja, er sich in mich auch. Das, also, das heißt, ihr seid heute ein Paar? Nein. Nein? Nein. Warum das nicht? Das ist ja das Unglückliche. Also ich bin dann schwanger geworden, was wir überhaupt gar nicht wollten. Muss sagen, er kokst ab und zu mal. Ich habe dann mitgekokst, war alles super toll und wir haben viel Mist aufgemacht, alles wohl ein bisschen ausgeflippt. Dann wusste er auch, also ich habe immer die Pille genommen, das war auch nie eine Frage oder sonst was. Und ja, dann hatte ich auch, hört sich doof an, ich weiß, das sagen viele immer als Ausrede, aber ich habe dann eine Zahn-OP gehabt, einen ganzen Monat ging das so, dass ich also Tabletten genommen habe, Penicillin, wir haben gekokst, wir haben gemacht, wir haben getan. Ja, und dann bin ich halt ungewollt schwanger geworden. Weil du die Pille vergessen hast oder weil die nicht gewirkt hat? Aufgrund Nein, der weil ganzen, die nicht gewirkt hat. Und aufgrund der des ganzen Unglücksfall war dann auch noch, ich war schwanger mit Zwillingen. Ich denke mal, weil ich die Pille dann auch noch genommen habe. Mhm. Und eins habe ich dann verloren. Mhm. Und ja, und das andere habe ich ja natürlich behalten. Also ich war 3 Monate, habe ich wirklich überlegt, soll ich das behalten, soll ich das nicht behalten. Der hat mich total unter Druck gesetzt. Der hat mich beschimpft über SMSen. Und nur noch Hose. Warum? Und, ach so, ja. weil du schwanger geworden bist. Ja, er hat gesagt. Ach also, so. Ja. Ach so, da hört er nicht. Ab den Tag an war total. Ah, verstehe. Ein ganz anderer Mensch. Mhm. Aber er hat das auch mitgemacht mit dem ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ja, natürlich. Mhm. Und dann dich beschimpfen. Ich meine, ihr tragt beide die Verantwortung. Nee, 3 Monate lang, dass ich 3 Monate total durch den Wind war. Und ich habe mir auch, bin auch noch eine Therapeutin gelaufen. Ich habe mir Hilfe geholt, weil ich wusste überhaupt gar nicht mehr, was ich überhaupt machen soll. Du bist jetzt in wie vielen Monat? Ich bin jetzt Anfang 7. Monat. Anfang 7. Monat. Mhm. Da ist es ja gar nicht mehr so lange hin. Nein. Der Typ ist weg. Nein. Nee. Nein. Wie ist denn euer Kontakt jetzt miteinander? Ja, wir hören uns immer wieder, fast eigentlich täglich, dass wir telefonieren. Wir treffen uns vielleicht einmal die Woche. Wie ist die Stimmung, wenn ihr euch trefft? Total angespannt. Angespannt. Also ich weiß nicht, was ich mir von dem Mann schon habe alles gefallen. Warum triffst du dich überhaupt dann noch mit dem? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich bin immer noch irgendwie lieb und also ich kann dich alles nicht glauben, dass ich das auch selber mitmache. Er hat dich auch so extrem unter Druck gesetzt, er wollte, dass du abtreibst. Ja, auf jeden Fall, ja. Du hast dich dann aber doch nach einigem Hin und Her dazu entschieden, nein, ich will das Kind haben. Genau, mit allen Konsequenzen. Mit allen Konsequenzen. Mhm. Das heißt, du bist aus diesem Beruf jetzt raus, ja. Job raus, mhm. Willst da auch nicht mehr wieder reingehen? Ich denke doch, ja, doch. Doch? Doch, ja. Mhm. Warum? Ja, wegen der finanziellen Sache. Mhm. Irgendwann wird das Kind älter. Bitte? Ich sage, irgendwann wird das Kind älter. Und dann? Was willst du dem Kind erzählen, was du machst? Ja, ich denke mal, wenn es alt genug ist, ich hoffe mal, dass ich das so erzogen habe, dass ich dann irgendwann die Wahrheit sagen kann. Mhm. Ich meine, nur schlecht ist es ja auch nicht, ne? Mhm. Nein, ich will nicht schlecht über das reden, was ihr da macht, ja. Wirklich nicht. Aber ich finde, dass man das mal alles sehr genau überlegen muss. Vor allem, wenn ein Kind im Spiel ist und da trägt man Verantwortung und so weiter, ne? Also, hast du dich denn in dieser Tätigkeit, war das für dich okay? Ja, doch, es war okay. Was hast du vorher gemacht? Ich bin gelernte Friseurin. Gelernte Friseurin, mhm. Mhm. So, jetzt triffst du dich mit dem, die Stimmung ist angespannt. Ja, das ist ein großes Problem, auch für mich, dann geht es mir dann mal wieder eine Woche ganz gut, dann geht es mir wieder total schlecht und ich bin da nicht Fisch, nicht Fleisch, ich weiß da gar nicht. Aber dann wäre doch wirklich, offensichtlich ist er ja nicht in dich verliebt. Sonst würde er sich jetzt anders verhalten. Hat der denn auch noch eine Freundin oder eine Frau? Nein, also der lebt in Scheidung. Das war aber nicht wegen mir. Also vorher schon, er hat 2 Kinder. Ach so. 2 kleinere Kinder, zu denen ist er total gut. Der macht alles. Aber dieses euer Kind will er nicht haben? Nein. Mhm. Nein. Warum nicht? Warum hat er das eigentlich so begründet? Ja, er sagt erstmal wegen meiner Arbeit, was ich überhaupt bin. Dann hält er mir immer wieder vor. Was bist du schon? Du bist eine alte Dreckshure, sagt er zu dir. So ungefähr, ja. Echt? Das sagt er so? Ja, der hat noch viel schlimmere Sachen gesagt. Was hat er gesagt? Sag's mir. Mal, das kann ich dir gar nicht sagen. Doch, sag's mir. Schäme ich mich selber. Sprich's mal aus, ist egal jetzt. Ja, der pisst auf dieses Kind und ganz schlimme Sachen, ganz, ganz schlimme Sachen.
Aber jetzt, wo er sieht, auch wir sehen uns ja auch häufiger, dass er da auch sieht, dass mein Bauch dicker wird und ich weiß nicht. Hat er denn damals, bevor du schwanger warst, dir so Verliebtheit vorgegaukelt? Ja, ne? Ja, total. Ja, hast große du gerade schon gesagt. Liebe und tralala. Und wir hatten wirklich super viel Spaß. Und muss ich sagen, ich hatte noch nie mit einem Mann so viel Spaß wie mit dem. Okay, Spaß ist die eine Seite und genau. Jetzt ist er ernst. Er sagt auch, er will überhaupt keine Verantwortung übernehmen, gar nicht. Na super, was ist das, wie alt ist der? Oh, 37. Mhm. Er will nur seinen Spaß haben, ne? Ja. Das sind mir die Liebsten. Und dann noch Koksen nebenher. Ja. Super. Ja. Scheint ja ein toller Mann zu sein. Er hat jetzt aber so über seine Gefühle zu dir, ich meine, da braucht er eigentlich gar nichts mehr zu sagen, aber hat das dennoch mal ausgedrückt, was er für dich empfindet? Nein, weil ich jetzt schwanger bin, überhaupt gar nicht. Aber wenn er sagt, ich pisse auf das Kind, ja, dann reicht das ja eigentlich schon aus, was er zu dir empfindet, für dich empfindet. Meinst du? Finde ich schon. Mein Gott, wie beleidigend, Melanie. Das ist euer gemeinsames Kind. Du bist die Mutter dieses Kindes. Ja. Und der sagt sowas Schlimmes und vielleicht noch schlimme Sachen, die du dich jetzt nicht traust zu sagen. Ja, genau. Mein Gott, wie schlimm. Ja. Wie schlimm. Aber ich kann doch auch nicht normal sein, dass ich mich überhaupt mit dem Mann noch treffe, oder? Finde ich auch. Ja, ne? Also ich finde erstmal... Ne? Ich hätte mir das nie vorstellen können. Also erstmal muss ich finde ich, positiv sagen, finde ich toll, dass du in dieser ganzen Misere so standhaft bist und sagst, ich will das Kind haben. Ja. Das finde ich schon mal toll, da habe ich Respekt vor. Ja. So. Jetzt müsstest du aber auch sehen, dass du diesen Kerl vom Hals kriegst, weil der tut deinem Leben, glaube ich, nicht gut. Ja. Und so beleidigt man einen Menschen nur ein einziges Mal und dann geht man. Ich weiß, das habe ich mir auch. Das ist so schlimm. Der, der schaut ja auf dich herab. Du bist ja für den nix. Du bist für den ein toller, geiler Spielball gewesen vielleicht. Ja. Aber keine Frau, die er respektiert, die jetzt auch Mutter seines Kindes wird. Genau. Was macht der vom Beruf? Der ist selbstständig, also. Ist er wohlhabend? Wenn er nicht so leben würde, dann eigentlich schon, ja. Aber da alles Halligalli und was kostet die Welt? Der würde sich wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht, aber so wie du mir gerade jetzt geschildert hast, könnte ich mir vorstellen, dass der sich auch sehr schämen würde, in seinem Umfeld dich vorzustellen. Ja, das tut er auch. Ja. Ich habe also einmal mit seiner Ex-Frau telefoniert, weil er mir am Anfang die ersten Monate, der hat mich so unter Druck gesetzt mit diesem Kind, der würde in meiner Nachbarschaft rum erzählen, was ich machen würde, in seiner Umgebung und was weiß ich. Und da habe ich die Frau angerufen und habe mir das selber erzählt, weil ich ganz einfach, ich war total verzweifelt, ich wusste nicht mehr weiter. Und ich habe gedacht, bevor er mich da irgendwo in eine Panne hauen kann, dann mache ich das mal selber. Ja, und da habe ich dem jetzt alles kaputt gemacht und... Ach so. Hat er denn daraufhin auch Gegenschläge ausgeübt und hat dabei in deiner Nachbarschaft irgendwas erzählt? Nein, oder? Nein. Das nicht? Nein. Also in deinem Umfeld weiß man das nicht, was du beruflich gemacht hast? Meine Schwester weiß das, aber ansonsten nein. So die Nachbarschaft und so weiß das nein. Nicht? Nein. Nein, das wird er auch nicht machen, glaube ich nicht. Weißt du, wenn das wenn der einen Arsch in der Hose hätte, der Kerl, ja, dann hätte der gesagt, das ist meine Frau, die liebe ich und die war vorher Hure, das ist mir scheißegal. Ich stehe zu dir und wir bauen uns jetzt zusammen was auf. Das ist ja beeindruckend. Ja, ich weiß. Aber der ist genau das Gegenteil, ne? Genau, aber warum kommt er noch? Warum telefoniert er mit mir? Warum hält er sich mir warm? Warum macht er da nicht einen Schlussstrich? Ich habe ihn auch angeboten, also wenn er absolut überhaupt gar nicht haben will, dieses Kind, weil ich ihm nicht aufzwingen will, ich will ihn da nicht in irgendeine Lage reinbringen, die er überhaupt gar nicht will, dann bin ich auch bereit, ihn auch gar nicht als Vater anzugeben. Hast du ihm gesagt? Ja, habe ich ihn, das werde ich auch machen, wenn er das wirklich, also absolut, aber dann möchte ich auch, dass er da absolut überhaupt gar keine Rechte drauf hat, dann soll er auch aus meinem Leben rausgehen. Und dennoch kommt er immer wieder? Trotzdem, ja. Kommt er oder rufst du ihn an? Meistens kommt er dann oder er ruft mich dann an. Was ist deine, was spekulierst du, was könnte es sein, warum geht er nicht einfach? Ich weiß es nicht. Es ist die Wut vielleicht noch immer, dass er dich fertig machen will, dass er dir schaden will, dass er Macht auf dich ausüben möchte? Kann sein, ja. Irgend sowas? Ja, kann sein. Aber so ganz genau weiß ich es nicht. Vielleicht findet er auch den Absprung nicht so genau. Ja, und vielleicht ist es auch für ihn eine Niederlage, dass du das Kind bekommst und dass sie das einfach wurmt und dass er dich einfach stichelt, dass er sticheln will. Und ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht kann es, vielleicht, ich denke ja vielleicht noch so, vielleicht ein bisschen, dass er, wenn das Baby dann da ist oder so, dass er das vielleicht doch nicht kann, gar keinen Kontakt, weil er ist ein sehr guter Vater zu seinen anderen beiden. Ja, oder dass er da Angst hat. Habt ihr jetzt auch noch Sex miteinander? Ja. Ihr habt auch noch Sex miteinander? Dann ist die Frage ja nur erklärt, warum der zu dir kommt.
Essen. Du hast mit dem Kerl noch Sex? Ja. Bist du wahnsinnig? Du bist im siebten Monat schwanger und der sagt so schlimme Sachen und du legst dich unter den Mensch? Ja. Habe ich kein Verständnis für, Melanie. Ja, ich eigentlich überhaupt nicht. Also, wenn ich das irgendwo hören würde, würde mir einer erzählen, ich hätte da auch kein Verständnis für. Ich kann ja auch nicht sagen, warum ich das mitmache, ich weiß es nicht. Es ist mir auch völlig wurscht, warum. Du musst es nur beenden. Ja. Wie entwürdigend für dich. Ja, ne. Und ich weiß auch, wie entwürdigend. Der rutscht über dich rüber, weil er geil ist. Ja. Und vielleicht macht es ihn auch geil, dass du schwanger bist. Nur darum geht es. Du bist einfach nur ein Stück Fleisch für den. Mehr nicht. Meinst du echt so krass? Ja, das glaube ich. Wie du es mir jetzt alles geschildert hast, da. Ja. So, und jetzt appelliere ich an deine Selbstachtung, dass du sagst, nee, Schluss. Du bist im siebten Monat schwanger, Mann. Ja. Der Kerl hat da nichts mehr zu suchen bei dir. Ja. Keine Diskussion. Ja, aber ich habe mir ja da auch Hilfe geholt, bin da bei einer Therapeutin, erst einmal in meinem Leben. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, dann ist die Frau auch nicht irgendwie auf Zack. Also. Manche Therapeuten sind doch nicht auf Zack. Ja. Da gibt's halt nicht gute. Ja, ne? Es gibt's nicht viele gute. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja, stimmt. Ja, schade eigentlich. Da bin ich schon, mache ich und tue ich und dann sowas. Aber es gibt auch gute, die muss man dann nur finden. Die muss man nur finden, so einfach ist halt gar nicht. Melanie, wenn du gerne mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen möchtest, ja, das wäre jetzt so ein Nachgespräch noch zu unserem Gespräch, biete ich dir gerne an. Ja, gerne. Ja, das ist Anja heute Nacht. Okay, danke, ja. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und vor allen Dingen auch eine gute und erfolgreiche Geburt, dass das Kind gesund ist, du gesund bist und dass alles dann in ordentlichen Bahnen läuft in deinem Leben. Ja, danke schön. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ich bin verbunden jetzt mit einer Frau mit dem schönen Namen Jolanda, stimmt das? Hallo? Ja, hallo Domian. Ja, ich grüße Sie recht herzlich. So. Jolanda. Und ich freue mich, dass ich Amma Sie persönlich kennenlernen kann. Ja, ich freue mich auch, dass ich... Also ich bin sehr, sehr erstaunt, was für Fähigkeiten Sie haben, Menschen zu analysieren oder vom Herzen her erkennen. Ich danke dir für das Kompliment. Ich bin sehr, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich danke dir. Aber du kannst mich gerne auch duzen. Ich mache es ja bei dir genauso. Ja, also Jolanta ist mein Name und ich habe ein Problem. Ja. Ich habe jetzt seit einem Jahr, im Sommer wird das fast ein Jahr, dass ich jemanden kennengelernt habe. Das ist mein Nachbarkind, beziehungsweise von meinem Nachbarn, der Sohn. Mit dem habe ich eine Beziehung seit einem Jahr. Wie alt ist denn der Sohn vom Nachbarn? Der ist jetzt 43. Wie alt ist der? 43 ist der Sohn. Genau. Ich dachte, der Sohn wäre jetzt 19 oder sowas. Das ist jetzt nein, das ist von meinem Nachbarn der Sohn. Ja. Und wir haben uns irgendwann mal kennengelernt und lieben gelernt. Und er sagt mir auch, er liebt mich zwar nicht und... Ach so, er sagt, Moment, langsam. Wir haben uns lieben gelernt, aber er sagt, er liebt dich nicht, nur du liebst ihn. Also eine einseitige Geschichte. Aber ich fühle es, dass er mich liebt. Vielleicht willst du es nur so sehen. Nee, der küsst mich leidenschaftlich, dieser sehr, sehr, sehr leidenschaftliche Mann. Der ist sehr, sehr, ich bin glücklich mit ihm. Inwiefern verhängnisvoller Sex? Ja, das ist ja so, er ist so dominant, sehr dominant. Mhm. Ich muss kommen, wann er möchte, ihn besuchen, wann er möchte, mit ihm reden, wann er möchte. Mhm. Es ist nicht nur das Sex, wir reden auch viel miteinander. Mhm. Aber er zieht mich so magisch an. Ich kann mich dagegen nicht wehren. Ich weiß, dass es nicht gut für mich ist. Ich bin ja eine erwachsene Frau. Ich habe einen super Beruf. Ja. Ich habe super große Kinder, die leben nicht mehr bei mir. Aber ich fühle mich total ausgeliefert. Ich weiß, was sie mir sagen, dass es nicht gut ist für mich, dass ich jetzt irgendwo abhängig bin. Das stimmt alles. Ich kenne das. Schön, wenn du schon mal vorweg sagst, was ich sagen werde. Ich bin sehr skeptisch, muss ich ja wirklich sagen. Vorweg will ich sagen. Wenn du sagst, wir lieben uns, ich liebe den, der sagt aber, er liebt mich nicht, das sagt er zu dir. Ja, und wenn du, aber das ist total einfach. So, aber wenn du dann sagst, aber im Prinzip liebt er mich schon, der sagt das nur nicht so. Warum, warum sollte er es denn nicht sagen? Ja, er sagt das, indem er zum Beispiel SMS schreibt, wo bist du wieder mit dem und dem zusammen oder so. Das zeigt mir schon seine Eifersucht.
aber es steht noch nicht richtig dazu. Das ist das, was mich so bekloppt macht. Er fühlt mich in allen Dingen. Der ist so romantisch, der ist so gefühlvoll. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt. Okay, die positiven Seiten kann... Okay, die positiven Seiten erahne ich schon. Du bist wirklich radadoll. Du bist völlig... Ich bin glücklich mit dem, verstehen Sie mich? Nein. Moment, glücklich glaube ich nicht. Zum Glück gehört wirklich, dass es einvernehmlich ist. Genau, da fehlt mir so ein Stück vom von der Torte. Was ist das? Er steht nicht zu mir, das ist das Problem. Das wollte ich gerade wissen. Was ist der Knackpunkt? Der Knackpunkt ist, er steht nicht zu dir. Genau. Und er möchte nicht seinen Eltern, meinen Nachbarn, sagen, dass wir uns lieben. Ach. Ja, von Tür an Tür. Das ist Chance. Und ich vermisse das, weil ich bin ja so ein Mensch. Stopp. Das muss ich jetzt mal verstehen. Ja. Der Mann ist 43 Jahre alt. Genau. Und ihr seit einem Jahr macht ihr miteinander rum. Genau. So. Und der traut sich oder will nicht seinen Eltern sagen, dass ihr miteinander ein Verhältnis habt. Nein. Warum nicht? Weil wir uns gestritten haben. Warum will er das nicht sagen? Ja, er war ja damals sehr verliebt, sehr verletzlich. Er hatte eine super Beziehung, da hat er sehr, sehr drunter gelitten. Ja, ich kann das verstehen, aber ich kann das nicht verstehen. Stopp. Wenn man verliebt ist, dann zieht man die Hose aus, man offenbart sich. Keine Antwort auf meine Frage. Warum sagt er es seinen Eltern nicht? Ja, weil er sagt, du hattest hier und da eine Beziehung, meine Eltern haben das mitbekommen. Und das tut mir weh, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Also weil du... Ich sag mir immer, wenn du Eier in der Hose hast, dann stehst du dazu. So, weil du keinen guten Ruf hast. Doch, ich habe einen guten Ruf. Ja, aber... Also ich habe keine wechselhafte Beziehung. Nur was ihn stört, dass er halt eben... wie soll ich dir das erklären? Er mag mich. Er stellt mich allen seinen Freundinnen vor. Er offenbart sich vor anderen Leuten. Mhm. Nur nicht... Bei Freunden, bei Bekannten, er nimmt mich mit zu Geburtstagen, bei fremden Leuten, die ich nicht kenne. Er preist mich an, das ist mein Schatzi und hier und da. Also Moment, damit ich das richtig verstehe. Er stellt dich bei fremden Leuten vor, aber nicht bei seinen Freunden. Genau, nee, bei fremden Leuten schon, bei seinen Freunden auch, nur nicht bei seinen Eltern, das steht nicht dazu. Mhm. Dass wenn ich sage, pass mal auf, Mama und Papa, das ist sie, ich liebe sie, okay. Das ist deine Nachbarin, du kennst sie schon 18 Jahre lang. Okay, ich verstehe. Er sagt zu dir, um das auch nochmal zu wiederholen, ich liebe dich nicht. Sagt er das zu dir? Hat er gesagt, ich mag dich, nur ich liebe dich nicht. Warum ist er mit dir zusammen? Ich merke das doch, wenn er mich liebkost und liebt. Weil, nein, nicht was du magst. Das kannst du dir alles einbilden und dir schönreden. Wie begründet er es? Warum ist er mit dir zusammen? Er hat mir gesagt, ich mag dich, ich stehe auf dich, du bist alles, was ich habe. Und ich begehre dich, aber ich liebe dich nicht. Ja, das ist natürlich ein Satz, Jolanda. Über was reden wir dann noch, wenn er das so sagt? Ja, aber ich fühle das doch. Ach. Dass er mich mag. Der begehrt mich total. Er will keine andere Frau. Er hat gesagt, ich liebe nur eine Frau und das bist du. Jolanda. Er begehrt mich ja. Jolanda, zwischen Begehren und Lieben können Welten liegen. Aber warum ruft er mich immer an? Und weißt du, nein, pass auf. Das Gespräch vorhin mit dem Vorsprecher, die ist schwanger und wie auch immer. Ich weiß, dass er mich irgendwo begehrt und mich lieb hat. Er hat auch keine andere Freunde oder eine Freundin. Ja, aber du redest dir da viel zu viel schön. Genau, ne? Der wird dich begehren. Der wird dich vielleicht auch nett finden. Der findet dich auch, wir drücken es vulgär aus, geil. Du bist vielleicht eine tolle Frau. Genau, das ist es. Also ich habe einen sehr schönen Körper. So, ja, alles klar. So, aber der liebt dich nicht. Hat er mir gesagt, ja. Ja, das Herz ist nicht wirklich dabei. Meinst du, das ist das, was mich so irgendwo an ihm interessant macht? Ach, du meinst, weil er sagt, da finde ich ihn erotisch oder gerade so. Vielleicht funktionierst du so, dass in dem Moment, wo er sich zurückzieht, du noch kribbeliger. Ja, genau. Er findet seine Dominanz, er herrscht über mich. Ja. Und das findet er geil. Ja. Das ist vielleicht der das Grund. Das kann ich schon verstehen. So, dann musst du dir nur im Klaren sein. Entweder, wenn du das so weitermachst und du aber letztendlich davon träumst und die Sehnsucht hast, dass er dich liebt. Ich, er fühlt mich, verstehst du? Wenn du diese, ich möchte, dass wenn er mich küsst und liebt oder wir sind zusammen, der ist total leidenschaftlich. Ja, ich hab's verstanden. Ist gut. Ich hab's verstanden. Aber darum geht's auch gar nicht. Das glaube ich dir auch alles. Wenn du aber von dem geliebt werden willst, kannst du dir das vermutlich abschminken.
Ja, kann ich schon verstehen. Ich so, weiß, was und dann du musst du überlegen, was du willst. Entweder du ja, weißt du, weil ich wollte irgendwo so eine Bestätigung haben oder einfach so ein fürwortliches, da immer eine Fürsprache. Ich weiß, was du meinst. Ich bin ja auch nicht dumm oder so. So halt eben, das imponiert mir. Es imponiert mir, was er mit mir macht. Verstehe, verstehe. Mhm. Bist du denn, und das du, ist nicht so, dass ich das nicht steuern kann. Ich kann das auch schon steuern. Aber du ich bist, kann auch Nein sagen. Aber du bist nicht glücklich. Ich finde das einfach aber geil, du wie, bist, wie der, wer mir was vermittelt, aber du der bist, singt für mich. Der, aber, Yolanda, aber du bist nicht glücklich. Doch, ich bin irgendwo glücklich mit ihm. Ich bin total in ihn verliebt. Das gut, was, wollen, was reden wir denn noch? Wenn, ja, du glücklich, was willst du machen? Wenn du glücklich bist, über was reden wir noch? Ja, ich bin glücklich, aber ich bin nicht zufrieden. Ja gut, das ist eine Wortklauberei. Also du bist glücklich, aber nicht zufrieden. Was fehlt denn? Ja, ich bin was? Glücklich, aber ich kann doch nicht einfach immer nur parat sein, wenn er mich braucht. Verstehst du mich? Sehe ich auch so. Also bist ich du möchte mich einfach dagegen wehren und in meine Stirne bitten. Ich kann das alles. Nur ich habe Angst, wenn ich in die Stirne bitte, dass ich ihn verliere. Das Risiko musst du eingehen. Ja, weil und, er ist einfach so ein geiler Typ. Das Risiko musst du eingehen und damit beenden wir das Gespräch jetzt. Das Risiko musst du eingehen. Nur das Risiko musst du eingehen, wenn du ihm die Stirn bietest, dass er dann sagt nein. Aber vielleicht würdest du dich danach... Ja, ich meine, da sind so Machtspiele. Also ich empfinde die Beziehung als ein Machtspiel. Ja, ich hab's verstanden. Vielleicht würdest du dich dann zufriedener fühlen. Und jetzt beenden wir das Gespräch, Yolanda. Okay, es war schön, es war schön und etwas anstrengend mit dir. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hui, naja, aber das muss ja auch mal so sein. Jetzt ist Thomas hier und Thomas ist 46. Guten Morgen, Thomas. Hallo. Das ist ein bisschen ruhiger jetzt, das freut mich. Thomas, unser Thema heißt verhängnisvoller Sex. Ja. Was ist bei dir passiert? Also ich war etwa 2 Monaten in einer schwulen Sauna. Es war mein erstes Mal in so einem Laden. Ich war sehr nervös natürlich, weil ich nie in sowas drin war. Ich bin mit einem Bekannten hin und war dann aber doch viel harmloser eigentlich, als ich dachte. Wenn man den ersten Schrecken mal hinter sich hat, dann geht's. Nun ja, und es hat auch geklappt. Ich habe mir gedacht, dass wenn ich also ohne Sex nach Hause gehen, dann bin ich ein bisschen blöd gewesen. Darum habe ich mir gedacht, jetzt muss ich halt selber initiativ werden. Ja, also Schwulensauna heißt, in der Schwulensauna geht man eigentlich nicht nur um zu saunen, sondern um auch Sex zu haben. In der Regel geht man eigentlich gar nicht dahin, um zu saunieren, sondern um Sex zu haben. So, genau. Ich denke 99% ist okay, so. Okay. Naja, und dann habe ich mir eben so einen Typ geschnappt. Bei gutem Tageslicht hätte ich den mit Sicherheit wohl nicht ausgesucht. Mhm. Und wie sich dann später herausgestellt hat, war das eigentlich doch auch nicht so eine gute Wahl. Also wir hatten ein bisschen rumgemacht. Mhm. War eigentlich, ich sage mal, das Übliche. Aber irgendwie im Nachhinein betrachtet, musste da irgendwie einen Schaden bei mir verursacht haben. Ihr seid dann aus dem Gemeinschaftsraum in irgendeine Kabine gegangen oder wie ist das abgelaufen? Also für die, die keine Ahnung haben, wie es da aussieht, da gibt es eben eine übliche Trockensauna und eine Dampfsauna. In der Regel ist der Ort des Geschehens die Dampfsauna. Mhm. Relativ düster da drin, sehr heiß und sehr dampfig. Und da sind viele, viele Männer, ne? Also da waren nicht so viele da, aber es gibt nicht sicher auch Zeiten, wie ich weiß, da ist es gerammelt voll. Mhm. Und naja, und... Und euer Kontakt, euer sexueller Kontakt hat in dieser Dampfsauna stattgefunden? Die erste Annäherung. Ja. Dann sind wir in eine Kabine reingegangen, wo man sich dann eben zu zweit oder auch zu dritt, wie auch immer, sieht man sich vergnügen kann. Und was hat der angerichtet, der Mann? Angerichtet eigentlich so, habe ich gar nichts Besonderes gemerkt irgendwie. Also hinterher habe ich einen gewissen Schmerz verspürt, da unten eben. Da musste wohl irgendwie was abgequetscht haben. Und also ich zu vermuten ist, der hat einen Samenleiter gequetscht. Also mein Urologe vermutet es jedenfalls auch, was den Schaden hinterher verursacht hat. Mhm. Ein paar Tage später habe ich dann festgestellt, da stimmt irgendwas nicht. Und zwar hat sich am Nebenhoden eine Zyste gebildet. Ach. Und also Spermatozele nennt sich das genau. Und das fühlt sich halt ständig an, als ob einem die Hoden leicht gequetscht werden. Nicht gerade angenehm. Aber allerdings. Und das hat, ja, was hat denn der gemacht da? Weißt du? Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Was macht man schon? Also ins Detail möchte ich jetzt gar nicht gehen. Ja, also es hat er wahrscheinlich da. Es gab Analverkehr? Ja. Ja, und dann in irgendeiner heftigen Form? Oder? Naja, also. Das war ja harmlos. Der muss irgendwie halt da unten was rumgequetscht haben. Verstehe. Ich war so begeistert, was auch immer. Ich bin etwas, ich sage mal, etwas besser gebaut. Vielleicht hat er das Ding mitnehmen wollen. Ich weiß es auch nicht. Ja, ja.
So, dann hast du das denn während des sexuellen Vorgangs, hat dir das da schon wehgetan? Eigentlich nichts. Darum kam mir das auch hinterher so komisch vor. Wann stellten sich die ersten Beschwerden ein? Einige Tage später. Einige Tage erst später, also, ne? Also eigentlich die ersten Beschwerden 10 Minuten später. Das war allerdings nur ein kurzen Schmerz, den ich verspürt hatte. Und verging das eigentlich wieder und dann war das eigentlich okay. Ja. Ein paar Tage später, weil es dauerte eine Weile, bis sich so eine Geschwulst bildet, da habe ich dann eben gemerkt, das fühlt sich irgendwie merkwürdig an, als ob ich plötzlich 3 Hoden hätte. Und eben dieser... Und dann bist du zum Urologen gegangen. Ja, natürlich. Ja. Und ja, da ist jetzt auch eine Zyste entstanden am Hoden. Ja. Und was kann man jetzt dagegen tun? Muss das operiert werden oder kann man das medikamentös behandeln? Also, wie mein Urologe gesagt hat, wie man auch überall nachlesen kann, wenn man Glück hat, dann gibt es keine Beschwerden. Also das Ding ist nichts Gefährliches oder so, eigentlich harmlos. Man braucht nichts machen, fühlt sich halt immer komisch an. Es gibt auch Fälle, da bildet sich so ein Ding plötzlich von alleine zurück und alles ist wieder okay. Mhm. Aber darauf darf man eher nicht hoffen, wie ich ja gelesen habe. Also wenn man Glück hat, dann gibt das Ding keine Schmerzen mehr von sich, dann kann man es so lassen. Oder eben, wie bei mir wahrscheinlich, also das Ding fühlt sich jetzt schon seit mehreren Wochen halt immer ein bisschen komisch an, dann muss man es wohl wegoperieren. Heißt wegoperieren, aber nicht, dass der ganze Hoden rausgenommen werden muss. Nein, also wie man es genau wegoperiert, möchte ich lieber gar nicht wissen. Das würde ich auch gar nicht. Dann wird natürlich ein Einschnitt gemacht und dann wird das irgendwie weggeschält. Also, ja, besser man erzählt. Mann, wie unangenehm. Und das wegen eines Saunaaufenthaltes. Und weil einer dir da zu fest irgendwie unten reingekniffen hat oder weiß ich, was er da gemacht hat. Ja, da lernt man was fürs Leben. Habe ich noch nie gehört, sowas. Ich auch nicht. Niemals. Darum hätte ich, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, pass auf, dann hätte ich den noch gar nicht so rumspielen lassen. Und es ist absolut eindeutig und für dich klar, dass die Ursache dieser Zyste damit zusammenhängt. Hat der Urologe das auch so? Du hast es dem wahrscheinlich alles auch offen erzählt, was passiert ist? So detailliert habe ich es dem nicht erzählt. Ach so. Das braucht nicht unbedingt in der Sauna sowas passieren. Sowas kann auch überall passieren. Auf jeden Fall, also das ist das Einzige, was irgendwie erscheint. Bitte? Was passiv erscheint, ja. Aber das ist schon nicht alles. Also denn 2 Wochen später hatte ich nach dem Samenerguss plötzlich einen furchtbaren Schmerz in der unteren Region, überall eigentlich, Prostata, Hoden, Samenleiter. Das tat furchtbar weh, da kann man gar nichts mehr denken. Das lässt sich eigentlich auch auf so eine Samenleiterquetschung zurückführen. So, jetzt bist du armer Kerl, zum allerersten Mal in eine Schwulensauna gegangen und schon passierte gleich sowas. Das ist ein Grund zum Heulen. Ja, lustig ist es wirklich nicht, du hast völlig recht. Lebst du denn oder hast du schon länger schwul gelebt oder war es überhaupt dein erster Ausflug so in die schwule Welt? Also in so eine schwule Welt, das war zum ersten Mal. Und so in einer anderen schwulen Welt, da hast du schon länger gelebt? Was heißt schwule Welt? Ja, bist du schwul? Gibt es nur eine Welt. Ja, also du bist schwul. Ja. Ja, es hätte ja sein können, es gibt ja Leute, die irgendwie mit 40 zum ersten Mal mit dem Kerl ins Bett gehen oder so, gibt's ja alles. Um Gottes Willen. Nee, bei mir war es auch etwas später, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. Mensch, Thomas, das tut mir wirklich leid. Ist vielleicht auch eine gute Information einfach, dass du das mal hier erzählt hast, dass man einfach ein bisschen vorsichtig sein soll. Kann jedem passieren. Ich habe im Internet da kürzlich auch gelesen, also es passiert schon mehren Leuten, sowas ist völlig altersunabhängig, sowas können auch Jugendliche kriegen. Wahrscheinlich, ja. Da gibt es noch viel mehr Dinge, die auch Jugendliche schon kriegen können, die wahrscheinlich dann so, denen es so peinlich ist, dass die überhaupt nicht zum Arzt gehen. Mhm. Also, da kann da viel Schlimmeres passieren. Aber sollte man unbedingt zum Urologen gehen? Und wenn man sich gerade in der schwulen Welt zu sehr schämt, es gibt auch schwule Urologen, die man recherchieren kann und da ist es dann völlig normal, was man da erzählt. Wenn man in einer größeren Stadt wohnt. Wenn man in einer größeren Stadt wohnt, natürlich, da hast du recht, ja. Thomas, dann wünsche ich dir, wenn es denn wirklich dennoch zu einem operativen Eingriff kommt, dass das alles sehr glatt und gut über die Bühne geht und möglichst mit wenig Schmerzen verbunden sein wird für dich. Das hoffe ich und wahrscheinlich wird es Monate dauern, bis ich die ganze Geschichte geklärt habe. Und ich glaube, ich kenne einen, der so schnell nicht mehr in die Schwulensauna geht. Das sind 30 Stunden, ich wollte demnächst eigentlich wieder hin. Ach so. Muss ich berücksichtigen, in meinem Alter ist es eigentlich schon toll, weil es ist eine gewisse Bestätigung, weil... Ja, natürlich, ja. Wo findet man schon Leute, die auf einen abfahren? Ja. Also ich hätte da mit 3, 4 Typen Sex haben können, wenn ich wollte und muss nur Zeit haben. Ja, das ist natürlich in der heterosexuellen Welt sehr beneidet, dass man als Schwuler in so ein Etablissement gehen kann und man kann sehr einfach schnellen Sex haben. Echt, wusste ich gar nicht.
Ja, die viele Heterosexuelle beneiden das sehr. Ja, toll. Thomas, danke für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Weiter. Und Tom ist hier. Tom ist 33. Hallo, Tom. Hallo, Domian. Grüße dich. Hallo, Tom. Du hast mir auch was zu erzählen zum Thema verhängnisvoller Sex. Ja, ich habe mal vor knapp einem Jahr einen verhängnisvollen und blöden Fehler gemacht. Erzähl. Ich bin vor knapp einem Jahr in einer relativen Großstadt im Rhein-Main-Gebiet, ich glaube, man kann schon denken, dass es Frankfurt gewesen ist, in einen Club oder Bordell oder wie man es auch immer nennen kann, reingegangen, wollte halt ein bisschen Spaß haben und hatte halt zu dem Zeitpunkt so 15.000 Euro bei mir gehabt, weil ich am nächsten Tag ein relativ größeres Geschäft mit einem Autohaus abliefern wollte, beziehungsweise ich wollte mein Auto kaufen. Ja. Hatte noch so knapp 500 Euro bei mir gehabt, um halt zum Spaß haben. Wollte mal anschließend noch in ein berüchtigtes Viertel reinfahren, über Main in Sachsenhausen, wollte mir da noch gut anbrennen. Aber hat halt nicht mehr so ganz funktioniert, weil ich, wie ich aus dem Club rausgegangen bin und habe halt alles kontrolliert und gemacht und getan, da waren auf einmal die 15.000 weg. Mensch, Tom. Das kann man als verhängnisvoller Sex bezeichnen. Aber das kann man, also du hattest Sex da in dem Club mit deiner Frau? Natürlich, ja. Klar. Und du vermutest, dass die Frau das genommen hat oder irgendjemand anders? Was heißt, ich vermute, ja, ich gehe mal davon aus, dass ich Frau genommen hat, weil ich kann mich bis auf, ja, ich sag mal, halbe, dreiviertel Stunde kann ich mich eigentlich an dem Abend noch relativ gut dran erinnern. Und es gibt auch jetzt ein laufendes Verfahren gegen den Betreiber, beziehungsweise auch gegen die, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Frau, ein Verfahren. Ist wahrscheinlich sehr schwer nachzuweisen, ne? Es ist sehr schwer nachzuweisen. Wo hattest du das Geld denn? Worin befand sich das Geld? Das Geld befand sich einfach in meiner Hosentasche. Also 15, es war nicht irgendwie gesichert gewesen oder Umschlag oder sonst irgendwas. 15.000 Euro. 15.000. Mensch. Lockere, flockige. Junge, das ist aber auch so leichtfertig. Wie kann ich denn mit 15.000 Euro in so einen Club gehen? Ja, weil ich mir am nächsten Tag einen wunderschönen Audi A6 Kombi leisten wollte. Aber 14.800 Euro gekostet. Und an dem Abend Mann. Richtig einzwirbeln. Und die vielleicht die kleine Idee, das Geld vorher mal schnell nach Hause zu bringen, noch wäre zu kompliziert gewesen, oder was? Hätte ich machen können. Ich weiß. Das heißt, du wohntest gar nicht so weit weg davon? Bitte? Das heißt, du wohntest gar nicht so weit weg davon? Von dem Club? Nö. Also, ich sag mal, von der Großstadt, also beziehungsweise von Frankfurt habe ich, lass mich jetzt nicht lügen, so 20, 25 Kilometer nordöstlich davon gelebt. Also ich bin... War sehr leichtfertig. Einfach, ich will nicht sagen hinspucken, wo ich herkam. Also eine sehr leichtfertige Sache von dir. Richtig. Und lass mich mal fragen, als du das denn gemerkt hast, dass das Geld weg ist, als du da rausgingst, wie hast du spontan reagiert? Ich habe einfach, ich will nicht sagen 110 angerufen. Ich muss dazu sagen, ich war früher in Frankfurt in einem Sicherheitsdienst gewesen und da kannte man ja auch so ein bisschen seine Pappenheimer. Und da habe ich einfach 110 angerufen, habe meine Jungs von der Polizei angerufen, habe gesagt, hier Jungs, hier sind mir 15.000 Euro geklaut worden, überprüfen. Ja, die haben das halt überprüft, ist nichts rausgefunden worden. Die haben also den kompletten Club auf den Kopf gestellt, kam halt nichts raus. Nur muss ich jetzt auch dazu sagen, ich wohne schon seit einem Dreivierteljahr nicht mehr in Frankfurt. Mhm. Ich wohne irgendwo in Deutschland, wo möchte ich jetzt auch nicht sagen. Muss toll. Weil ich aus vom, ich sag mal, von meiner Stimme her kennt. Ja. Und irgendwo in Deutschland, weil gegen den Clubbesitzer und auch gegen die Hintermänner ein Verfahren anhängt. Und du hast Angst um dein Leib und Leben? Meine Gesundheit, ich will nicht sagen, nicht gerade förderlich ist, wenn ich gegen diese bestimmten Personen aussage. Also die Unterwelt ist provoziert. Ja. Verstehe. Hat es denn überhaupt einen Sinn, so ein Verfahren anzustreben? Ist das nicht vollkommen vertane Liebesmüh? Finde ich jetzt nicht, weil ich habe jetzt auch korrespondiert mit Staatsanwaltschaft, mit Polizeibehörden, auch aus dem
Frankfurter Raum hin und die meinten halt, durch meine Aussage, die ich halt da machen kann wegen dem Geld und weil ich die auch kenne aus dem Hintergrund her, die wo halt auch den Club betreiben. Verstehe. Ich ahne die Zusammenhänge, das ist dann ganz gut, ist, dass du aussagst. Es ist verdammt gut, dass ich da aussage, weil da werden einige, ich will nicht sagen, großen Größen aus dem vielleicht Frankfurter Raum mal weggesperrt. Die Tom, ich muss unterbrechen, weil die Sendung jetzt gleich vorbei ist. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Die Sendung ist vorbei. Mach's gut, tschüss. In der Technik, Gero Kuntermann. Wir sehen und hören uns morgen wieder ein, Radio Live, ein, wieder Fernsehen.